Soundtrack einfach nur schon. Der Soundtrack einfach nur schon. So bereitet sich ein Gamer auf das Spiel vor, das sag ich euch. Yeah, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Oxenfree hier auf Spectator Mode. Ich bin der Wupp, so wie immer. Wir legen direkt los mit Folge 4, glaube ich. Und wir sind mit Alex und Nona unterwegs. Mal ein bisschen leiser machen hier in meinem Kopf, weil ich habe das Gefühl, ich höre überhaupt nichts von dem, was ich sage. Oder ich mache das einfach an, dann höre ich mich wenigstens. Ja, perfekt. Ich glaube, so funktioniert es eigentlich ganz gut. Genau. Weg mit dir, Maus. Weil wir spielen natürlich diesmal von Anfang an mit Controller. La, la, la. Letztes Mal haben wir nicht einfach vergessen, wie das Spiel funktioniert. Warum ist dann... Ach nee, da ist... Ich dachte gerade ein Weihnachtsbaum drüber oder sowas. Alter, wir haben dieses... Symbol haben wir schon mal gesehen. Irgendwo in Fort Milner war so eine Tür mit so einem Dreieck drüber. Wir sind gerade auf dem Weg zu dem Boot. Nee. Theoretisch ja, eigentlich schon. Aber wir müssen erst irgendwie ins Dorf runter und müssen irgendeinen Schlüssel holen, damit wir auf das Grundstück von Miss Adlers Anwesen kommen. Kommen wir hier dann wieder zurück? Das sieht ziemlich hoch aus. Ah ja, auch die Alex, die kann alles. Okay, cool. Und da wir uns das letztes Mal irgendwie ein bisschen gestritten haben mit den Jungs, beziehungsweise die Jungs haben sich gestritten, haben wir die einfach im Turm gelassen. Ich laufe hier gerade einfach mal ein bisschen durch die Map, weil ich... ich habe einen Erkundungsdrang. Der muss gestillt werden. Die Nona kommt überhaupt nicht hinterher. Leg mal einen Zahn zu, Nona! Bin mir nicht ganz sicher. Warte mal, ich guck mal auf die Karte. Weil wir wollen ja nicht zum Beacon Beach. Nee, ich glaube, wir sind hier falsch. Ich glaube, wir können direkt wieder zurück. Nona! Kommando zurück! Wir müssen erst ins Kaff rüber. Weil ich habe das Gefühl, wenn wir hier runtergehen, kommen wir zu dem Beacon Beach, wo wir wahrscheinlich angefangen haben. Von da aus kommen wir dann zum Adler Estate. So sieht es zumindest jetzt gerade für mich aus und wir sind hier falsch. Jetzt wurde ich darauf angesprochen, ob ich tatsächlich schneller geworden bin. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe nur Scheiße gelabert und vielleicht sind wir aber trotzdem ein bisschen... Vielleicht gibt sie sich einfach nur mehr Mühe, vielleicht will sie auch einfach nur heim. Vielleicht muss die gute Alex auch einfach nur pinkeln. Und kann natürlich nicht, wie der gute Jonas in der letzten Folge, einfach in die Ecke machen. Also. Theoretisch kann sie das schon. Ich habe auch schon Girls abgehebt in meinem kurzen Leben. Das ist nicht in ihre Pipi-Falle. Draußen. Im Wald. Alles schon gemacht. Meine alten Tage hier. Gibt's nichts Neues mehr. Alles schon erlebt, alles schon gemacht. Ja, nicht alles, aber... Uff, ihr wollt nicht wissen, was ich schon für Scheiße gebaut habe. Ja, Mann. That's down a bit, right? If I'm remembering the right building, I don't think it's far. Yeah, we're close. Wir sind ziemlich nah. Oh, kommen wir aufs Dach hier? No, schade. Ich dachte, wir machen ein bisschen Parkour oder so. Oder ein bisschen Dumpster Diving. Dumpster Diving. Wie du neu... Oh, schade. Vielleicht wäre noch irgendwie so ein Monte oder sowas, wäre schon ganz geil, oder? Noch. Wobei, da ja hier nie irgendjemand ist, oder? Ist hier tagsüber überhaupt irgendjemand oder hat hier alles zu? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber wenn hier tagsüber jemand ist, ist vielleicht irgendwas in dem Mülleimer, was vielleicht noch nicht ganz verrottet ist. Tür auf, Tür zu. Nein. Clarissa, ja, was? You? Was? How did she get up there? What are you wo? Doing? Ich sehe sie nicht. Also, oh, da! Ich habe hier gerade auf das Ding geguckt und dachte mir, das ist doch nicht Clarissa. Sieht aber gemütlich aus, da oben auf der Lampe. Hang in there, baby! Yep. Ich try die door. I'll try. Clarissa, can you? Try door. Can you hear me? Okay.
Dann ist es wohl. Ups, falsche Taste. Die hier brauchen wir. Bin ja schon dabei, Nona. Du siehst doch, dass ich mein Radio schon in der Hand habe. Sie sieht wirklich ein bisschen awful aus. Aber ich denke, ich krieg das schon wieder hin. Gib mir eine Minute und dann. Ein bisschen? I'm trying to help you. Help me. Help me. How will that help me? I was looking forward to seeing you. Yes, I used to dream about something like this. Fuck. Vielleicht helfen wir den anderen ja nicht. Sounds pretty scary, kids. Better leave the net light on. When you're off, the little machine has no more heart than a brain. What? Is she okay? Or she's... I think so. Die muss ja, okay. Es sei denn, die haben uns von Anfang an angelogen. Es hieß am Anfang, die können uns eigentlich nichts tun. Wir sind nur Puppets für die. I'm fine. Are you sure? Cause that didn't look great. Nicht wirklich, ne. I remember waiting in Fort Milner. Okay. And seeing you. Ach so, ich hab auch ganz vergessen, wir wollen ja cool sein mit Clarissa. You don't remember how you got here? Clarissa, you were dead a minute ago. Do you realize that? We saw your body, no joke. Really? Okay, well, I'm alive now. So... Halleluja. So you're just blank. No. Die meisten, die zurückkamen, waren aber nur 3 Tage wieder am Leben, oder? Oder? Radio. Ich hab keine Ahnung. Religion, Mann, ey. Okay. Nein. Wait, it's Clarissa's turn already? Yeah, it's my turn. What do you mean it's Clarissa's turn already? I haven't even asked one question. Everyone's asking me. I get to do the asking now. Are you controlling? Wieso guck ich eigentlich in die andere Richtung, hä? My turn, if that's what you mean. And you, of all people, should know what my question is gonna be, because I'm not gonna waste it. Alex, what did you do? Explain why me and my best friend, and your idiot best friend, and your new stepbrother Clarissa, are... please don't draw a chalk line here. Don't make factions. Just... Ich bin verwirrt. Ich bin einfach nur verwirrt. Was passiert hier gerade? Was wollen die? Warum haben wir ein Feuer mitten auf dem Parkplatz gemacht? Clarissa, seriously, I can vouch for this. This isn't her fault. It has to be her fault. Of course it's her fault. There's no other way this story goes. She creates chaos. She's a storm. Why? Why does it have to be my fault? Why does it have to be your fault? Yeah, yeah, Are yeah. No, nee, erklär's mir. Let's not do this right You're now. Gonna learn, Jonas. I swear to God, the town looks at her like she has a red letter tattooed on her freaking forehead. And the giant lit up Christmas tree reason why is that Michael is dead because of her. Because Fuck of her. You. Do you understand? It would take a very sick person to see it that way, and I would love to hear the explanation. Michael was gonna leave town. He was free. He was out of here until okay. this one convinced him to take her swimming for one last... God knows what. Das heißt doch aber nicht, dass es meine Schuld ist. He drowned in Horn Lake while this one could barely flap her arms. Clarissa. She is a pop. It doesn't make it my fault! Anyone could have been there. Anyone. And then they would have had to watch him die, you unbelievable prick! Anyone wouldn't have watched him die, Alex. Anyone else would have done something. Okay. Nee, I'm sorry. Ganz ehrlich, Clarissa. That's enough. It's too much. Uff, du hast vielleicht Gefühle, ja, aber boah, sowas zu sagen. Enough. Nona, it was awful. All right. Also, oh mein Gott, sowas kannst du nicht jemandem, also vor allem nicht einem Geschwisterkind. Boah. Boah, mein Gott, Clarissa, warum bist du so eine Bitch immer? Wir wollen doch nett zu dir sein. Du hast doch auch ein Herz. Clarissa, what are you... All the outs in free. Hey, whoa. Man, do you ever get déjà vu? Jeez, I just... Déjà vu! I've been in this place boy. Before. Yes. I am on the streets. We will continue to get déjà vu. Hang on, déjà vu! It's so weird, it's like... Old mouse feet on your skin or something. Come here. Okay, well, the office that we gotta try to get into is like right there. So let's try right there. Whatever our way in. Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir diesen Key bekommen. Ich bin super verwirrt. We're gonna try to get into the office thing, right? To get the key. Du willst mir also sagen, dass wir falsch sind? Dass der Key da oben ist? Willst du mir das sagen?
gehe fast davon aus, dass du mir das sagen möchtest, dass wir hier falsch sind. Ich meine, du könntest mir halt auch einfach sagen, wo er deiner Meinung nach ist, weil ich laufe halt tatsächlich einfach nur irgendwo hin. Nona, du bist keine große Hilfe momentan. Ist dir das bewusst, dass wenn du mich fragst, ob wir was holen, das nicht das gleiche ist, wie wenn du mir sagst, warum gehen wir nicht dahin und holen ihn? Ne? Das muss in deinem Kopf doch Klick machen. Rider. Yep, this is a budget. I don't know about that. I think we can just bust our way through, honestly. Bust our way through. Okay, du willst einfach nur einen Rambock bauen. Und los. Schafft er. Aber das ging schnell und einfach und leise und es ist doch schon offen. Warum müssen wir jetzt noch die Fingers crossen? Hey, know what kind of jet that is? Nice. Nope. Spitfire. Cool. Carry on. Warum? I think here's something. Ich glaube, Jonas hätte das bestimmt gewusst. Another pocket radio, I think. But it's like there's way more stations on the dial. Ah. Ooh, neato. Here's another one. It says they're wall radios, wave assisted lock, whatever that means. Ja, man. Oh, duh. It says right here that each frequency is like a key to open the doors around here. Ja, man. So they're like ID tags or something. It must work great. Let's hike it back to the gate. Wait, here's like a wait. Ja, wait. Sprich dich ruhig aus, Nona. Personal effects of Margaret Dorothy Adler. Oh ja, los, hör damit. Let's not mess. Oh nein! Mist, ich wollte sagen, let's not miss it. Nee, definitely miss. Ja, ja. It's a letter. No, we can start back. I just wanna. Okay, here. Ja, lest vor. Deal about and leave. Haben wir dann schon alles? Should concern. This island and its history is a lie. Jeez, she didn't have fond memories of this place, did she? Wait, isn't she dead? Didn't she die like yesterday or something? Yesterday? It's dated a month ago, so. Ah, siehst du, also die ist noch gar nicht so lange tot. Weißt du, ich hatte doch letzte Folge, hatte ich noch den Gedanken, ja, eigentlich muss sie doch am Leben sein. Okay, ich glaube, wir kommen da oben dann wieder raus. Also bergauf sind wir immer noch super langsam. But now I feel any further inaction may carry a far greater risk. Many truths. Shh. Inside you'll find two wall-equipped radios. Okay, two. Wir haben eine. Station 140.1. And used it to relay clues to the nearby beacons buried throughout the area. Find these beacons and the notes within, and discover the true chronicle of the island. Oh, scavenger hunt! Oh, scavenger hunt! Ooh, scavenger hunt! To whosoever finds the material, know that I'm discomfited in keeping it hidden and ashamed for the lies I help. Uh-oh. Das heißt, ihre Familie hat die ganzen Leute getötet, die bei diesem U-Boot Unglück gestorben sind? War das ein U-Boot? Weiß es nicht mehr. Alex, why are you wearing that jacket? Was? It's like 75 degrees and the sun's out, you know? And I thought you said you were in the sun's out? Anyway. Ist es Nacht? It's cold, that's why. The sun is kinda out. Oh nein. Oh nein, 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 oh nein. Did we? I thought we said we'd bring drinks. Wait, Michael? Okay, warte. Ich muss mich dran erinnern. Michael muss mit Clarissa Schluss machen, glaube ich. Step on a crab or something? What? Why am I here? What? You don't want to hang out at the beach? Und Jonas muss mit seiner Mutter reden. So war das doch irgendwie. No, come on, Alex, relax. We just got here. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Ich habe keine Ahnung, was genau wir hinkriegen sollen, aber wir schaffen das. Michael, ich freue mich echt, dich zu sehen. Und was mir auffällt, wir haben braune Haare. So los. Hatten wir nicht vorher blaue Haare? Also irgendwas. Ich weiß nicht genau, wie lang Michael schon tot ist.
Aber ich schätze ein paar Jährchen, oder? Viel jünger sehe ich auch nicht aus. Wieso konnte ich ihm nicht helfen, als er ertrunken ist? sind wir hier überhaupt richtig? Was steht hier auf dem... Ne, steht nichts drauf. Okay. Go to beach. Okay. It's been a spell since we did something, right? I feel like I haven't talked to you in a while. How have you been? What's been going on? How's classes? How's... What's his face? Mr. Collins English. Truthfully, I've... I think... Yeah, I... I accidentally left my phone on the ferry, because I do things like that. Oh God, you idiot. Go get it before it leaves. When I get back, I want to hear an Alex story. Okay, I guess. Okay, müssen wir jetzt... So... Do you... I guess you don't remember anything, right? What am I meant to remember? Genau, wir sind ja jetzt... Did I forget something? Forget it. Also, hope's throw rock. We could all do stuff today. I'm glad you were cool with it, I mean. I know you guys are really close, and like... I know it can be annoying when somebody starts keeping all their time for their... Girlfriend or whatever. So, girlfriend, also. I think it would be cool if we could, like, continue to do things together. Persa, no, this is different. He's my brother. I've known him since I was born. He's not just a friend I'm losing. Yeah, I get that, and... Okay. I'm sorry if you feel like you're losing him, because you're not. Michael, Wir müssen dafür sorgen, dass Clarissa mit dem Schluss macht. Like, a lot. I'm sure you know that, but... He talks about you all the time. All the time. Oh, Alex did this, and Alex let the frogs out in science class. Isn't she hilarious? Yeah, well, I love him too. I had to fight the skipper for it, but he didn't reckon how many squats I could do. What's it up to, 6? Only on burrito days. So you love me. On burrito days, it's like 8. Actually, Clarissa and I had a nice chat while you were away. Kinda sorry to see you back so soon, to be honest. Eigentlich hätte ich gern noch gehofft, wir würden noch ein bisschen mehr mit Clarissa alleine reden. Oder Clarissa geht jetzt, damit wir Michael... Yeah, well, it changes month to month. We talked ex-girlfriends mostly. Well, now I know that's not possible, because I don't call them... Actually, I'm just gonna stop with that joke, because if I keep going, I'd be due for a little punishment. Yeah, I'm sure. Keine Ahnung. So, ich bin super verwirrt. Something, so I'm going into town and get like a soda. Anybody want anything? Nah, I'm good. Gib mir was zu trinken. Get me a drink too? Sure. I'll be back. Okay. I'm here. What's the story? I want the news. I want the Alex first edition. What's going on? Things are bad, actually. Mom and Dad aren't great, and I'm like a hair trigger away from spinning off this planet. And... Hey, look. First of all, Mom and Dad. They fight a lot, but oh, so eine traurige Geschichte halt auch. It's gonna be fine. You're too young. We're too young to worry about marital discord. It's gonna blow over, Mann. Ich weiß doch alles schon. Du stirbst. Die Eltern trennen sich. Ich bekomme einen neuen Bruder. Look, just because Janie's parents got a divorce and made poker nights super uncomfortable doesn't mean ours have to too, all right? Na dann, doch. I know this was supposed to be our day. Ich bin heute so unglaublich ruhig, ich weiß nicht, es passiert so viel, ich lese so viel, ich muss zuhören, ich muss nachdenken. What do you see in her? Really? Okay, here's okay. Tuesday night, she dragged me to a comedy club for open mic. Okay. Shoved me on stage and then proceeded to curse out the entire bar when they didn't laugh at my horrible jokes. That was a Tuesday. So that sounds awful. Like, I think I've had stress dreams more. Clarissa ist halt besonders. So, tell me the truth. What do you really think of her? Dump her. Unvarnished truth? I think you should dump her. Really? Why is that? She's mean. Because I think she's mean. Wir müssen, genau, wir müssen ihn tatsächlich davon überzeugen, weil wenn ich sie nicht mag, ich weiß nicht genau, ob das reicht. No way. Paco,
You haven't called me that in years. Okay, so. Jetzt haben wir unser Bestes getan, dass Michael mit ihr Schluss macht. Mal gucken, ob das alles so funktioniert. Und vielleicht ist sie jetzt nicht mehr so depressiv oder so eine krasse Bitch. Vielleicht hilft es uns tatsächlich. Alex, are you... Alright, are you back with me now? Man, you've been acting like a... I don't even know how to put it, like a bird, just like a bird. Wo sind wir denn überhaupt jetzt? Like slap you or scream or something. It's been not fun to watch in light of everything. Didn't you notice? I've been like, I didn't know Maggie grew up in Maine. There's a similar statue of a soldier in Maine where I grew up. My memory of it is, I think, part of the reason why I said yes when the army recruited me out of a colleague despite my family's protestations. Anna, my closest friend from childhood, was of course thrilled at the possibility of my escape. Okay, alles klar, doch. Satzstellung ist nur ein bisschen komisch. Started the petition in 1975 to have this one made after the daughter of Kanaloa crewman. Ah ja, so heißt das Schiff, was untergegangen ist. Oder ich weiß nicht genau, ob das Schiff war oder ein U-Boot. Crewman Francis Salter asked. I don't know why. A marker maybe for the hope I once had to help people. Gone for the past, whoever knows. Keine Ahnung. Da wollen wir aber nett hin. Back in time. What are you talking about? Ach nix. Ich meine, hör mir halt einfach mal zu. Well, you more physically than mentally, I guess. But other than that, I really don't know what to tell you. I don't remember being here. I haven't been here. I don't know how else to say it. All right, well, can you just like maybe tell me what happened? What'd you see? What was it like? What happened basically? Leute, zumindest Moskau. Ich meine, wenn ich Moskau höre, denke ich, da ist ein SOS. It was just unbelievable to see him again. Are you doing okay? Something like that. I don't know if I'd like it. It was just weird. I don't know. I don't know if it was a good thing for me. Yeah. Let's get to the gate. Get home. Ja, einen Moment. Ich will nur kurz hier noch mit den Steinen reden. Kein Stress. Papa! How many of you are there? Keine Antwort. How many of you? Okay. Dann nett. Dann ab zum Tor. Wir werden es schaffen. Hey, why aren't you at the tower? Ja, gute Frage. This one. Vor allem hat er so gemacht, obwohl Ren auf der anderen Seite war. Wo ist Clarissa? Are we happy? We are happy. We got a new radio that's supposed to open doors and gates in some magical way. Oh, thank God. I was getting nervous. Warte mal. All that way and then not found anything. Halt, stopp. Jetzt rede ich. My advice to do the whole thing. How have you Habt ihr euch beruhigt? What am I working with here? How much leering am I gonna have to put up with? No, I'm glad we can leave. Let's put it that way. Yeah, don't even tiptoe in the vicinity of a joke right now. I just want to get out of here. Well, if the radio's the thing. It doesn't matter without Clarissa. Do I really have to point out that she's not here? Oh. Yeah, should we maybe look for her? Possibly? Ja, irgendwo muss sie ja sein. Plan works, we shouldn't leave her here. Yeah. Listen, if we true. Have a key, which is apparently this radio, then let's just go to the house and see. And if it looks like we can leave that way, then we'll go on a Clarissa hunt. All right. Das klingt fair. Prinzipiell. Radio to tune into the gate, right, ich kann mich ja die ganze Zeit bewegen. Ich will auf jeden Fall nochmal da hoch. Ich glaube, da oben war doch auch noch eine Tür, die so ein Radio-Gate hatte, oder? War das da oben? Halle, Maunona! Ich muss gerade meine Gedanken ordnen. Where are you going? I thought we... Aren't we sticking to the... Nee. Find the boat and paddle away game plan? Ja. I guess we're just on your plan then. Ihr wisst aber schon, dass ihr mir ziemlich egal seid und wenn ihr Scheiße labert, ich hab das Radio, ich muss euch nicht hier rauslassen.
Oh mein Gott, das ist einfach so viel Zahlen. Okay, 50. Geh davon aus. Vielleicht können wir das schnell machen. Na. Aber eigentlich müssten die ja niedriger sein, als weil wir haben ja gesagt, das ist ein Low Frequency Ding. Also muss es ja irgendwie unter den 90 sein, oder nicht? Oder nicht? Wir hatten gesagt, ist ein LAM. Was auch immer das. Ah! Okay. Kein Problem, haben wir geschafft. Cool. ich wüsste nicht, wie sowas funktionieren sollte, aber es funktioniert. It's cool. Warum nicht? Schauen wir uns an. Wenigstens heute nicht ganz so viele Geister unterwegs irgendwie. Okay, ich sehe das Boot. Jesus, that house is huge. That lady really knew how to live. Ja, Mann. It's like the Chateau de Adler. Ja, Mann. She does have a boat. Nice. See? Allie knew what she was talking about. She should, anyway. Was geht hier unten? Weg mit dem schwarzen Balken. Apropos schwarzer Balken, warte mal. Vielleicht ist es tatsächlich. Hallo. Bam. Fällt mir gerade mal auf, die schwarzen Balkenwand. Warum war das denn hier 920 auf 10,8? Was ist das denn für eine... Was ist da los? Sorry, aber jetzt eben, ich habe mich gerade eben dran erinnert, dass wir letztens dieses Problem hatten. Jetzt ist es weg. Bitteschön. Sorry. Weg mit der Maus. Oh, was haben wir hier drüben im Bunker? Ich bin neugierig. Enter Basement. Los geht's. Projector. Ja, Mann, los. Jetzt gib mir hier das Real-Ding. Los, los, los. Gib mir den Film. Film. Film? Nein? Silent Memories? Oh, Silent Memories finde ich cool. Huh. Huh. You were right. There's like a ledger here. The Adler family does own the island. And here's a combination for a padlock to a chest is all it says. Nice. 29-18-54. No, I don't think so. But maybe I just missed it. Können wir jetzt die Rolle hier auf dem Projektor machen? Ach, keine Ahnung. Dann halt nett. Okay, also wir haben irgendeine Kombination für irgendeine Chest, die irgendwo ist. Sehr ominös. Schauen wir mal, was da geht. So. Oh, it's like a boat that needs keys. There are no oars. Oars? Was sind Oars? Und jedes Boot braucht Keys. So wie ein Motorrad oder ein Auto oder sowas. What's plan B if we can't find it? Well, let's say we find the keys. Sometimes when I lock myself out of my house, I'll just... I can't help but just stare at the deadbolt, trying to, like, hypnotize it to open or something. Okay. You ever do that? Ja, mich einmal ausgeschlossen von zu Hause. Das war nicht schön. Als ich in München gewohnt habe, uff, das war richtig geil. Da habe ich morgens, habe ich auf die Post gewartet, irgendeine Blu-ray habe ich mir bestellt gehabt. Ich glaube, ich habe mir Dings bestellt, Robocop habe ich mir, glaube ich, bestellt. Original Robocop, yeah, aus Österreich. Weil da gibt's die Uncut-Version ab 18 und so ein Shit. Und dann kam natürlich der Postbote. Und ich dachte mir so, yeah, geil, nice, nice, nice. Ich habe, glaube ich, eine Jogginghose angehabt und ein Unterhemd oder sowas. Es war Winter in München.
Und bin ihm natürlich entgegengekommen, weil wir haben im 4. Stock gewohnt. Wir, also ich hatte eine WG zusammen mit so einer 70-jährigen Omi, das war eigentlich ziemlich cool. Auf jeden Fall bin ich dann dem Typen entgegengelaufen, weil ich mir dachte, hey, wir sind ganz oben und es muss ja nicht sein, dass er ganz hoch läuft. Lauf ihm entgegen und als wir wieder hochkommen, stehe ich natürlich vor dieser bekackten, verschlossenen Tür und meine Omi-Mitbewohnerin war irgendwo in den Alpen mit ihrem Rentnerverein laufen. Und ich habe, glaube ich, eine Stunde allein auf dieser Blu-ray dann gesessen, weil es war halt super kalt. Der Treppenaufgang war super kalt und ich habe mich halt quasi ich hatte sie ausgepackt und habe mich auf die Papierverpackung gesetzt, einfach nur um ein bisschen ein Kissen zu haben quasi, damit ich halt nicht auf dem kalten Stein sitzen musste. Und so nach einer Stunde, eineinhalb Stunden kamen dann die Nachbarn von gegenüber. Dann habe ich bei denen noch eine Stunde gechillt oder sowas. Die haben mir dann erstmal was zu essen gegeben und ich konnte bei denen frühstücken. Und dann kam irgendwann meine Mitbewohnerin wieder nach Hause und ich konnte wieder in mein Zimmer gehen. Das war richtig abgefuckt auf jeden Fall. Nicht geil und ich hoffe, dass nie irgendjemand sich aus seinem Zuhause ausschließen muss. Aber zum Glück ist es auch schon ein paar Jahre her und mittlerweile kann ich echt nur noch lachen über die Geschichte. Aber die Omi, die war so cool einfach nur. Aber da erzähle ich euch mal noch von anders von, ey, beste Omi einfach nur. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Ich muss mal gucken, ich habe irgendwo bestimmt noch einen Mietvertrag, wo ihr Nachname drauf ist oder sowas. Na komm! Irgendwo muss hier doch mal eine Zahl sein, die mir die Tür aufmacht. Bin ich schon wieder dran vorbei? Es. Tada! Is a nifty gizmo. That is a nifty gizmo. Ach, guck doch mal, hier bleiben wir erstmal. Super gechillt. Maggie Adler's dead body or something. Was machst du denn hier, Clarissa? Wie bist du hier reingekommen? Stimmt denn nicht mit dir? Ja, okay. Okay. And then how'd you get past the gate? It's like a slab of wrought iron. It looked impossible to climb. Well, apparently it's not that impossible since, you know, I'm here. Spiegelbild wieder. Nice. Not when my life's in peril. Christ. Look, Clarissa's here. So everyone's here now. We can just calm down. Everyone's okay, all right? Yeah. Ich finde, es ist auf jeden Fall ziemlich gut. Was ist das denn hier oben? Das sieht ziemlich creepy aus. We can all keep talking and or fighting at school on Monday. Yes, fine. Okay, let's focus up. Everybody find something and hope that it helps. Okay. Erstmal hier hoch. Ich glaube, wir gehen erstmal kurz ins Bett, oder? Wir haben 3.20 Uhr. Können wir nicht einfach bis morgen warten, bis wir uns irgendwie überlegen, wo wir hingehen wollen? Oh, that's an attic. Oh, das hätte ich nicht gesehen. Und ich wollte dich mitnehmen. Ohne come up. Eine Chest! Hast du dir die Combination gemerkt? Weil ich nicht. Ey, Alex, ganz ehrlich, du hast das beste Zahlengedächtnis der Welt. Those containers we saw at the town office. Oh, and like a map of the caverns. She's written here. Tune into the source. We think that means she couldn't have known about the ghosts, right? Submarine stuff. Ah, submarine stuff. Ich wusste, es war ein U-Boot. Wusste es. You can just say you don't know. That's okay. I don't know. Is this the boat keys. Ah, the boat keys. Perfecto. Heißt das, wir verpissen uns jetzt von hier und dann ist das Spiel right, zu Ende? We got keys for the boat. Where? Jonas found them in a chest upstairs. So, say thank you. Thank you. You're welcome. I was just saying it. It's not directed at you or anything. Okay. Ihr zwei, ganz ehrlich. Boom, boom. Du eine. Nein. Mist, da will ich nicht hoch. Nein, ich wollte ihm doch nur eine Schelle geben. Ich will ihm doch nur eine Schelle geben. Hier, klatsch, klatsch. Und du auch einer. Klatsch, klatsch.
Weil euer rumgefotzt so echt, ey. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Sichi, Brudi! Wir waren doch schon fast raus. Warum, was hast du gegen mich, Clarissa? Clarissa, what's going on? You're confused, aren't you? So gehe ich auch immer die Treppe runter, ja. How does it go? Things are different, except in a different way. Just come downstairs, so we can get started. Na gut. Komm. Ich schätze, ich kann eh nichts mit denen machen gerade. Downstairs hier? Nein? Here comes a candle to light you to... Ah, there you are. Now we imagine you're a bit confused. Bisschen. But don't fret. This will be the final part of your training, Alex. Training? All training is supervised by very skilled instructors. Training? I don't want to be trained. Nee, wirklich nicht. What have you signed up for this, Alexandra? Nein. Okay. So please, I cannot bear your excuses, offspring. You always I meant to know what the hell was gonna happen. Ja, aber deswegen musst du doch nichts machen. Also, ach, keine Ahnung. Wie soll ich sagen? Okay. Ihr seid viele. See? As simple and good humored as your mother's apple pie. What is it with you guys and all the... The games, you're like dogs or children. Just what is the point? The point, dear, the point is that they were never games. And you can figure that out by your lonesome. Now, let's start with the softball. Oh my god. With my little eye. Radiation. Radiation. There is, of course, a time limit here. So, 10, 9. Was? 8, 7, 6, 4. Is it, are you... talking about the TV? Very good. Well done. Oh my god. But right now, you'd be well. Oh my god, Spasella! Pay attention. What are you even talking about? I spy. Okay, a knot. A knot. Let's make this a little harder, okay? 8, 7, 6. Ja, ich kann gar nicht so schnell. 3. This painting? It looks kind of it is a knot, yeah. Alter, kannst du mal... Was zur Hölle? Stay quick. Okay. I spy with a picture of a memory. A picture of a memory. Be fast now. Five little ducks went out one day. Over the hills and far away. Mommy duck called quack, quack, quack. Quack, quack, quack. The picture of I guess it's Maggie Adler and her parents. Yes, very nice. That's Margaret Adler. Anna. Hat mir nicht Anna schon irgendwo gehört? You and your schoolyard chums are experiencing, well, Anna. This has sort of happened before. Maggie and Anna tried to sport with us many years ago and well, only one survived. Ich will nicht, dass sie an den Stäben töten. It just takes a little time. And a far-reaching tolerance for the ignorant. Wait, what? What happened to Anna? We killed her. The poor girl didn't know what she was playing with. It doesn't matter. They're not an eternal recurrence. The waves. It's the waves, we think. Was? Nona, was machst du denn jetzt hier? And we will grow. You can't do that. Think about what you're doing. Yeah. And we've already done it. It's been for us eons to know an existence without life. We tried it too quickly with Anna, but now we know to wait. And suck. We had to keep you here on the island. It will be a great. What the fuck? Carry us through this life. And on to the next. Okay, also du klaust jetzt alle meine Freunde, machst sie zu Geistern und mich lässt du... mein Gott, ihr Geister. Thank you for your good service.
I'm kind of screwed. Yeah. Okay, also muss ich jetzt quasi bis zum Morgengrauen jeden von den Boys und Girls. Ups, falsche. zurückholen? Ins Leben? Ich hab das Gefühl, du bist. Der Falsche? Eben hatten wir auch keinen Sound zu dem oben rechts. Huh. Michael should go to school. Don't influence Michael. Michael should go out on his own. What does this mean? Ah! He's dead. He's not here. Ich raff halt gar nichts. Jede Episode denke ich, okay, wir bekommen ein bisschen mehr Informationen und ich komme irgendwie klar auf mein Leben und dann sowas. Wo ist Clarissa? It wasn't a dream or vision or something. You and Clarissa standing in the living room just now, was it? Nope. No, that was no dream at all. Sir. We're in like trouble. Yeah. God, we kind of really are. Aber das haben wir auch irgendwie schon von Anfang an gewusst, dass wir ein bisschen in Problemen stecken. Clarissa was whisked away to the cave by nuclear submarine monsters. Then nuclear submarine monsters. I'm still going to call them ghosts, if that's okay. A ghost? Clarissa is only like one slice of the problem. We're all infected or whatever, so we need to rip the issue off like a bandage all at once. Yeah, man. Okay, great, yeah. But how do we do that? Das ist eine sehr gute Frage, Ren. A good question. We could, I mean... Nein, ah, fuck, ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich wollte X drücken. Die Maggie-Ding. Maggie hatte eine Idee, glaube ich. Ja, Mann. Maybe she has a point. Why do the one thing that we know got us all flummoxed again? It's all I can think of at the moment, all right? Maybe it, I don't know, maybe it works like a door and we can somehow figure out how to, you know, close it. Ja, vielleicht. Look, if Clarissa's in the cave, then we'll have to go there anyway, so we'll put a pin in it. Well, if we're going to the cave... Oh, actually, I forgot. I saw the entrance has been caved in since you guys went inside. What? I know. Von was? A whole bunch of secret communist bomb-fearing tunnels dug into this place during the 1950s. Oh ja, lass uns was in die Luft springen. A film about military stuff in her basement. So ja. There's a way back into the cave through one of those, you're thinking? Let's take a look. Oder... Nur ganz kurz, oder? Ich meine, ich habe ja den Schlüssel fürs Epiphany. Wir haben doch den Schlüssel fürs Boot. Lass uns doch einfach ganz schnell gehen. Ich meine, scheiß auf Clarissa. Ich will überleben. You wanna see if it'll start? Not really. Okay. Also wir probieren nicht mal, ob das Boot überhaupt eine Lösung ist. Gut. Das klingt vernünftig. Uff, okay, gut. Dann schauen wir uns jetzt nochmal hier im Keller um, schauen uns vielleicht nochmal einen kleinen Film an und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann nächste Woche nach diesem wunderschönen Wochenende. Kann ich mir jetzt diesen Film anschauen? Projektor, real. Do it. Nice. Experiments and findings of experienced phenomena, January 52. Okay, verrückt. Oh, das ist cool gezeichnet. Das gefällt mir. Yeah. I'm sure it's sweet. They're learning. Boo. Okay, all right, we get it. Okay, we're getting warmer. Also das waren Anna und Miss Adler auf jeden Fall. Lines or whatever, the bomb shelter should lead right into the cave, just like from another angle. According to this, at least. Oh, so it does. Brilliant. Is it? Yeah, how do we get in? Yeah, it's just brilliant. A wall, only steel or whatever. Ich gehe davon aus, da ist wieder so ein Welllock. Oh, what? She knew about these things? Wow, that's crazy. Was sind diese Dreiecke? To fix a temporal tear, that's a mouthful, in the cave, we would need to transpose to the other side and tune into the source within itself. Okay. Also wir müssen sterben? Yeah, that's going a little above and beyond. Well, I don't know what to tell you, but strap in, boys and girls. Ich glaube, wir müssen sterben. Okay? If
Ich glaube, wir müssen uns opfern. Take one for the team. Scary. Well, something better work. Or we're boned. Boned. Precisely. Oh, sorry. This is like this looks like the end, but from the wrong film thing. No, no, no. Wait. This is something I actually remember from that stupid radio tour thing, because it like sounded so weird. Ich glaube, wir müssen drei Sachen anmachen. Response system. It unlocks the bomb shelter. This is showing us how to do it. Okay. It says when someone sends an emergency signal from the Capard station in the woods, and the receiving station confirms it. It's like a connected response thing. Brilliant. Really? It's good enough for me. Alex and me will head through the woods, do the call part. You and Ren can hang by the door to the bomb shelter and open it when it's ready. Yeah. Can we just like think this plan through for like 1 minute before running off half cocked? Everyone heard that, right? Yeah, don't we need like access codes or something like that. Actually, keine Ahnung. It'll probably be tied to like the military radios. Ja, ach so. Wir haben alles, was wir brauchen. Boom. Use the response station to open bomb shelter. Machen wir. Und da haben wir unser neues Ziel. And if anything goes wrong, please don't tell me. I don't want to know. Sehr gut. Well, now I'm gonna run over there and specifically tell you. Ren, now I'm specifically gonna tell you, Ren. Ist doch schon lang weg. Okay. Auf jeden Fall werden wir hier jetzt dann gleich aufhören, wenn wir dann in den nächsten Bildschirm laufen. Und das war's für diese Woche mit Oxenfree. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe immer noch nicht wirklich die krasse Ahnung von diesem Game. Aber wir werden jetzt mal schauen, was wir dann in diesem Bombshelter zu Gesicht bekommen. Wir müssen meiner Meinung nach irgendwie auf die andere Seite wechseln. Was heißt, wir müssen sterben. Und ich bin immer noch verwirrt, warum die Geister hauptsächlich mit den anderen Leuten hier, die wir dabei haben, irgendwie Paxen machen, anstatt mit Alex an sich. Haben die was gegen uns? Oder da wir vielleicht uns in diese Frequenz eingewählt haben? Ja, ich will doch da rein. Ganz links geht's natürlich nicht, da ist mir schon zu weit. Wir werden sehen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Das Ganze ist immer noch ein großes Mysterium und ich denke, es wird auch so bis zur letzten Folge bleiben, schätze ich mal. Bei dieser Art Games ist es meistens so. Aber auf jeden Fall wünsche ich euch ein schönes Wochenende, habt einen schönen Freitag, bleibt gesund und wir sehen uns dann am Montag wieder. Bye! Hallo, Wuk nochmal hier. Wir bringen jeden Mittwoch und Freitag neue lustige Gameplay-Videos für euch raus und wir haben noch mehr Videos auf unserem Kanal. Kleiner Tipp, wenn euch das bisschen gefällt, dann denkt doch mal bitte drüber nach, Spectator Mode zu abonnieren und vergesst nicht den Like-Button zu prügeln, das wäre ganz wichtig. Außerdem, wenn ihr interessante Ideen habt für neue Games, die wir hier noch aus Spectator Mode daddeln wollen, dann schreibt ihr uns einfach in die Kommentare, ja? Wir freuen uns auf jeden Fall. Das war's auch schon von mir bzw. uns. Tschüss!